Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia. Dann schauen wir mal, was die letzte Vorgehensweise hier so, ne? Bauanweisungen und dergleichen. Schauen wir mal, was das alles so bringen wird. Oder auch nicht. Da sind schon wieder Diebe. Die rennen hier rum, als wenn sie hier zu Hause wären. Das Problem ist... Können die Wachen diese Diebe nicht... Moment mal eben. Ach nee, ich glaube, die Wachen sind da gerade so nicht in der Lage. Ich bräuchte diese anderen da, ne? Die Waldläufer, die ich noch nicht habe. Das ist das Nächste, was ich machen müsste. Alles klar. Ja, genau. Das war, da war doch noch was. Das habe ich in der letzten Folge natürlich vergessen. Die Waldläufer, meine Herren. Eroberung? Entdeckerposten? Nein. Ach du, wo sind die denn jetzt wieder? Wo sind die denn jetzt wieder? Ich tue mir immer hier schwer, hier die Sachen hier zu finden. Teilweise zumindest. Wo waren denn die jetzt wieder? Abenteuergilde? Nee. Habe ich mich jetzt gerade vertan? Moment mal. Mich sei jetzt gerade vertan. Okay. Rekrutiere Waldläufer. Ach, ja, richtig. Da war doch was. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Ledertechnisch und so. Da hatte ich ja in der letzten Folge geguckt. Die Schneiderei. Okay, Rucksäcke sind fertig. Aber es hakt an diesen Teilen hier immer noch. Das ist der ganze, das ganze Ärgernis. Ja, Leder, ein Leder. Das ist ein bisschen wenig. Na gut, es werden die Rehe werden hier nicht in zu Dutzenden durch die Gegend rennen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Da ist wieder ein Reh. Hier habe ich einen Jäger rum existieren. Da ist ein Entdecker, der vor irgendwas wegrennt. Nächste Baustelle Leder. Nach wie vor. Ah, da. Oh, hier ist Banditenlager. Cool. Da ist ein Banditenlager. Ja, wie ist das auch, Junge? Das ist auch schon wieder irgendwelche Banditen. Die kommen irgendwie aus diesem Bereich hier. Keine Ahnung. Es ist, wie es ist. So. Können die es mit den Banditen aufnehmen? Ich muss das mal ausprobieren. Bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Wir werden es gleich herausfinden. Die stürzen sich zumindest auf die Leute. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz ordentlich aus. Das sieht nicht so gut aus. Da haben sich die Banditen leider durchgesetzt. Unschön, um es mal so auszudrücken. Ich will trotzdem hier so ein Patrouillenpunkt mal hinsetzen. Ja, lalala, tralala, hopsasa. Das ist ein Problem. Ein großes Problem. So, wer macht hier nochmal was? Die sind damit beschäftigt, Eisenschwerter zu produzieren. Das machen die anderen, glaube ich, auch. Ne? Das hilft nichts. Ja, das ist. Es hilft nichts, es hilft nichts. Wie sieht es hier aus? Die vierte Schmelzhütte ist ebenfalls tätig.
Ja, es ist schön, dass die halt von den Ressourcen her alle gut versorgt sind. Kann man nicht anders sagen. Aber die brauchen ewig. Ne? Die brauchen also für ein so ein Eisenbarren irgendwie, da brauchen die Tage gefühlt. Ja, da ist wieder einer fertig geworden. Ja, toll, das ist schön. Ich brauche da aber mehr von und vor allen Dingen brauche ich das Zeug schneller. So, ach ja, genau, da hatte ich ja den Auftrag gegeben, der sollte Zangen machen. Wie viel sind davon noch da? Zwei. Irgendwas mal folgendes. Ich bräuchte dann noch so ein paar Hämmer. Da habe ich nicht genügend von. Sägen hast du mal so drei Stück von und von den Zangen hast du dann auch nochmal so fünf. Und ich habe, das habe ich. Spitzhacken, 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 Spitzhacken. Wo sind die Spitzhacken? Fünf Spitzhacken kommen hier. Zack. Dann hat er es zu tun. Ist natürlich jetzt ein weiterer Eisenverbraucher, ne? Ganz klar, das ist nun mal so. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bräuchte noch eine weitere Waffenschmiede. Komm, mit den beiden komme ich nicht weit. Ja. Gesagt, getan. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Ich bin hier jetzt noch. Knall ich die einfach mal hier so hin. Wegetechnisch, warte mal, da geht nichts mehr. Das ist alles verbaut. Man muss halt die Wege, also die Bauflächen nutzen, die man so hat. Dann bekommt das eine zum anderen. Ah. Kann mich entsinnen hier, das war irgendwie auch damals so ein Schnellschuss hier mit den Gebäuden. Da hätte ich doch ein bisschen mehr Abstand halten sollen, damit ich hier irgendwie so noch so eine Querverbindung hinkriege. Ja, jetzt ist es zu spät. Egal. Merken fürs nächste Mal. So, ja, Eisen, 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 Eisen. Ach ja, der geht hin und der macht dann diese Eisenlanzen. Ich komme sonst in Teufelsküche. So, Militärcamp ist fertig. Was habe ich hier rum existieren? Neun Waldläufer. Ist das? Ich weiß, ich brauche die, aber das dauert ja noch ein bisschen. Waldläufer. Warte, ich hab, das habe ich. Ich muss die Leute jetzt nehmen, die ich hier irgendwie, ne, dafür kriegen kann. Und bevor die da nichts zu tun haben, setze ich die lieber da ein. Achso, da ist noch ein weiteres Diebeslager. Das nimmt kein Ende. Also an Diebeslagern und oder Banditenlager war es, glaube ich. Nee, war in dem Fall hier. Ne, sowohl das eine als auch das andere, sei es jetzt Banditen oder Diebe, da ist irgendwie hier auf dieser Insel kein Mangel. Absolut nicht. Okay, nur noch mal geguckt. Hier ist da sogar das Warenlager voll. Kommt jetzt überraschend. Moment. Kohle, 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 Kohle. Ich hab Eisen müssen wir abwinken im Augenblick. Eisentagebau, Kohle, wo ist die Kohle? Eisen, Eisen, hier war doch irgendwo Kohle. Da. Wie sieht's damit aus? Ich verstehe. Das ist aber nur noch Stein. Kohle sehe ich hier. Keine mehr. Wird ja wahrscheinlich da die letzten Reste irgendwie rausgekarrt. Hier ist auch nichts mehr.
Minenarbeiter? Wo geht der hin? Ach, da hinten ist Kohle. Okay. Dann setze ich die Geschichte auch dann mal dahin, damit die dann halt dann auch hochoffiziell da tätig sind. Also da ist noch ein bisschen Kohle, die geht uns aber so langsam aus. Das heißt, ich habe den. Ich habe da noch einen. Das macht zwei. Ich habe. Achso, die beiden hier, dann, die sind es dann halt. Genau, das heißt, ich habe drei. Habe ich hier irgendwo noch Kohle, die ich nicht abbaue? Hier zum Beispiel. Das sind meine Leute, wenn ich das richtig sehe. Ah, aber ich habe hier noch keinen Zugriff auf das Gebiet. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Moment. Was habe ich hier rum existieren? Soldaten. Da habe ich. Achso, da, ja, okay, da sind die Waldläufer, alles klar. Was ist eigentlich mit dem Ding hier? Mysteriöser Ort, sein Zweck ist noch unbekannt. Folgender Plan. Folgender Plan. Ich bräuchte hier einen Wachturm. Den setzen wir mal da so hin. So. Kann ich das Gebäude hier irgendwie mit einbinden? Gibt es da eine Möglichkeit? Boah, ich muss ein bisschen näher ran. Dazu sagen, hier bitte macht da mal so ein. Ist auch so ein Bubbel? Das mal so auszudrücken? Nee, komischerweise sehe ich da nichts. Mach das mal vorsichtshalber dann so. Ich setze den mal dahin. Ich hätte den sonst dann da dran gesetzt, aber. Nee, das mache ich mal nicht. Dann. Moment. Okay. So, genau, aber nach Möglichkeit die Veteranenwache. So. Das wäre dann der nächste Plan. Okay, das ist auch so ein baufälliger Turm. Ach, jetzt kommen auch noch die Schemen an. Ja, logisch. Yay, und ich habe hier nichts denen entgegenzusetzen, glaube ich. Warte mal, wo sind die da angreifen? Gucken wir, ob das was bringt. Aber ich glaube, bis die da sind, sind die Schemen schon wieder weg. Schemen weniger und noch ein Schemen weniger. Über die? Die schnell genug? Bis dahin komme ich nicht. Verdammt. Okay. Ja. Zumindest habe ich es ein bisschen dezimiert. Auch wenn das jetzt nicht so der Superbringer war.
Ja, kämpfen gegen Diebe. Sehr erfolgreich, wie ich das gerade sehe. So, da war der Entdeckerposten. Nee, meinte ich das gar nicht. Dann setze ich das mal wieder dahin. So. Mann, 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 die filmen jetzt auch noch. Wie sieht das hier? Ah, alles klar. Ich hab da so ein bisschen Material. Immerhin, immerhin. Holzschilder. Hab ich nur 8. So. Muss alles nehmen, was ich irgendwie kriegen kann. Holzwerkstatt. Bist du? Mach dich schon wieder fertig. Bist du nicht, mein Freund. Bist du gar nicht. So. Okay. Die Waffenschmiede? Was ist da los? Achso, das Personal unvollständig, aber auf dem Weg. So, naja. Okay, meine Idee war ja jetzt die ganze Zeit über, ich wollte mich um Kohle kümmern. Da ist Kohle und Eisenerz. Und da ist auch wieder Kohle. Ja, dann. Wenn ich hier Kohle habe. Dann sollte ich dann auch die Kohle abbauen. So sehe ich das. Zumindest. Auch wenn das vielleicht nicht viel Kohle ist, aber der Mensch freut sich. So, Kohle kann dann hier so abgebaut werden. So, ja. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber die Schmelzhütten, die sind einfach zu langsam. Ja, die Ressourcen sind da, da ist überhaupt kein Mangel. Aber die brauchen ewig für die Produktion von so einem Eisenbarren. Und da hängt halt an alles andere dran. Ich meine, ich kann jetzt natürlich jetzt hier 10 Schmelzhütten errichten, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann müssen, aber das kann das ja auch nicht sein. Ne? Also irgendwo beißt sich da noch so ein bisschen für mich die Katze im Schwanz. Das ist sehr, 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 sehr seltsam. Kurz mal geguckt, wie sieht denn jetzt hier aus? Also Flachs wächst einigermaßen. Aber Getreide irgendwie gar nicht, ne? Es ist nicht so schön. So, der ist fertig. Ne, quasi die Schneiderei ist fertig. Sagt sie. Ja, die Sache mit dem Leder, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe, da müsste dann doch entsprechend. Ah, Moment. Nee, gar nicht wahr. Schneiderei, Weberei, Abenteuergilde. Das war's. Hey, ja, ich verstehe. Alles klar. Yeah. Okay. Fackeln 4. Andere Bilder. Holzwerkstatt. Nummer 10. Ja. Oh, war erst mal 10. Da ist nur noch 7 von. Okay.
Das sieht nicht schlecht aus. Aber hier, ne, die Schilder, ja, hapert es jetzt so ein bisschen dran. Eisenlanzen ist auch viel zu wenig. Kettenrüstung und Eisenlanzen, ja. Das Teil ist im Bau. Ja, das mit der Windmühle hätte ich mir wahrscheinlich sparen können. Aber immerhin scheint doch hier Flachs angebaut zu werden. Was hat sie jetzt da geerntet? Auch Flachs. Also das geht. Immerhin, besser als nix. Aber mit dem Getreide, das sieht so, Moment, ist auch Platz. Mais, okay. Sieht sie mit Weizen aus? Eher so schlecht, ne? Eher so gar nicht. Nein, was mache ich jetzt? Ärgerlich, ärgerlich, ja. Ich meine, das wäre mal besser gewesen mit dem Getreide, oder vertue ich mich da? Wir haben auf jeden Fall ein Brot produziert in einer der früheren Folgen. Da kann ich mich dunkel dran erinnern, aber im Augenblick ist das wohl so eher nicht so gegeben. Ich sag ja, die Daumenschrauben wären so insgesamt angezogen. Okay. 5 und 5. Ja. Moment mal. Augenblick. Was ist das? Das ist Manditenlager. Die sind aber, wenn ich das richtig sehe, außerhalb meiner Reichweite. Kann das sein? Ja. Müsste ich mal schauen. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Na, hier war, ne, so jetzt hier, die war jetzt nur so, oh, so semi, also ne, ich habe viel hier mal gucken müssen, da mal gucken müssen und hier flicken und da flicken. Ja, puh, es ist halt immer noch nicht so ganz einfach, aber gut. Wir müssen abwarten, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Die brauche ich sehr. Es brennt hier an allen Ecken und Enden. Ja, aber irgendwie, ich muss, ja, wir müssen es schaffen. Es geht ja anders. Ja, es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, aber es ist schwierig, aber nicht unlösbar. In dem Sinne, macht's gut und genießt die Zeit.